Ich habe eine kleine Funktion für Sie gebaut, die uns einfach die ein paar von den Abbildungen, die wir uns eben angeschaut haben, nochmal visualisieren soll. Und zwar habe ich einfach das Folgende genommen. Ich habe hier so ein kleines Koordinatensystem gebaut und hier habe ich einen Kreis, der irgendwo da liegt, und hier habe ich ein Quadrat, was auch irgendwo da liegt. Und ich nehme jetzt mal ein paar von den Abbildungen, die wir uns eben so angeschaut haben, und wir gucken mal, was die jeweils mit den Kreisen, mit diesem Kreis und mit diesem Viereck machen. Weil wir jetzt ja bisher immer nur so für einzelne Punkte überlegt haben, was passiert. Aber so ein Kreis besteht ja aus ganz vielen Punkten, die auch alle irgendwo landen. Und ein Quadrat besteht auch aus ganz vielen Punkten, die auch alle irgendwo landen. Und der Extremfall, hatten wir ja schon gesagt, alles schnurrt auf einen Punkt zusammen. Dann ist es auch egal, ob ich vorher Kreise oder was auch immer hatte. Das ist langweilig. Aber einige von den anderen Abbildungen sind ja vielleicht nicht so langweilig. Fangen wir mal mit der Verschiebung an. Die würde ich jetzt so schreiben. Erstmal, um die Schreibweise klar zu machen, dies hier ist ein Vektor v, der wird abgebildet auf einen neuen Vektor, und zwar, das ist die x-Komponente des Vektors, das ist die y-Komponente des Vektors. Es wird also der Vektor 3, 2 dazu addiert. Ich hätte das vielleicht auch anders hinschreiben können, aber ich hoffe, das ist klar. Wenn ich jetzt hier in so ein Ding so einen Vektor einsetze, zum Beispiel 1, 1, dann kommt raus der Vektor 4, 3, weil hier eine 3 und hier eine 2 dazu addiert werden sollte. Also das ist eine Verschiebung um 3 nach rechts und um 2 nach unten. Und das ist dann auch ganz simpel. Wenn ich jetzt mir das Ding zeigen lasse, dann sehen Sie im Bild, hier lagen die Dinger ursprünglich, die beiden Figuren. Und durch die Verschiebung, weil die ganze Ebene 3 nach rechts und 2 nach oben verschoben wurde, haben sich diese beiden Figuren dahin bewegt, ohne in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel verzerrt worden zu sein oder sowas. Die sind einfach woanders gelandet. Und jetzt können wir als nächstes vielleicht mal diese Idee mit der Drehung hinschreiben. Wenn ich jetzt drehen will, zum Beispiel um Pi Sechstel, also um 30 Grad, dann würde das folgendermaßen aussehen. Dann müsste ich jetzt hier einfach nur das hier, kann man das hier noch sehen? Dann müsste ich einfach nur das hier abschreiben. Hier müsste ich überall für Alpha immer Pi Sechstel eintragen. Das mache ich jetzt mal. Mal erste Komponente minus Sinus von dem Ding mal zweite Komponente. Das ist die x-Koordinate von meinem Vektor. Und da, bei der y-Koordinate ist es genauso. Da schreibe ich Sinus von Pi Sechstel, also nicht genauso, aber sehr ähnlich, mal die erste Koordinate. Und jetzt kommt hier plus Cosinus von dem Winkel mal die zweite Koordinate. Und da können Sie jetzt auch sowas einsetzen, wie zum Beispiel wie eben 1, 1. Und dann wird Ihnen Maple ganz brav ausrechnen, wo das landet, wobei wir da jetzt noch nicht so richtig sehen können, was das ist. Das können wir aber mal eben ausrechnen lassen, also approximieren lassen. Und dann kann man sich das vielleicht schon eher vorstellen. Also der Punkt 1, 1 würde jetzt landen auf dem Punkt 0,36, ungefähr 1,3. Und wenn Sie sich jetzt so vorstellen, was das bedeutet, vielleicht passt das ja schon. Aber wir können uns das jetzt auch wieder zeichnen lassen mit diesen beiden Figuren. Das ist das, was passiert. Sie sehen hier den ursprünglichen Kreis hier noch, und der wird durch die Drehung halt ein bisschen nach links gedreht. Wir drehen ja immer gegen den Uhrzeigersinn. Und das ist das ursprüngliche Quadrat, was durch die Drehung halt hier ein bisschen hingekommen ist. Also eine Drehung ist ja auch eine Sache, die uns anschaulich eigentlich allen klar ist. Was vielleicht nicht so klar ist, ist das mit der Scherung. Dann nehme ich auch nochmal ein Beispiel für. Die nenne ich jetzt mal H. Ich nehme jetzt mal als Scherfaktor 3 halbe. Das war das, was eben meine 3 war. Und die y-Koordinate ändert sich ja nicht. Also ich schere wieder so wie eben in Richtung der x-Achse um den Faktor 3 halbe. Das wird also so nicht so stark geschert, wie ich das eben in meinem Beispiel gemacht habe. Auch das vielleicht mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier so einen Punkt einsetze wie, sagen wir mal, 2, 1. Dann, das hätte man jetzt auch selbst ausrechnen können, hier die 1 ändert sich gar nicht und die 2 wird halt weiter rechts landen. Und was heißt das dann für unsere beiden Figuren? Was passiert mit denen?
Das sieht dann so aus. Das ist der Effekt der Scherung. Hier ist unser Quadrat gewesen und je höher die Punkte sind, desto weiter werden sie nach rechts verschoben. Hier auf der x-Achse wird gar nichts verschoben. Diese Punkte werden ein bisschen nach rechts verschoben. Diese Punkte weiter oben werden mehr nach rechts verschoben und so weiter. Sodass das ganze Ding halt, das hatte ich am Anfang gesagt, aus einem Rechteck ein Parallelogramm macht, aber ohne den Abstand zu ändern. Und entsprechend wird dann natürlich auch aus diesem Kreis so eine Ellipse. Das Ganze passiert immer parallel zur x-Achse. Das ist der Effekt von einer Scherung. Natürlich müssen Sie nicht parallel zur x-Achse scheren, Sie können auch anders scheren, aber so kann man das am einfachsten hinschreiben. So, und jetzt vielleicht nochmal unsere Projektion. Die hatten wir relativ früh, die war auch ganz einfach. Das war dieses Ding, wo wir die x-Koordinate behalten und die y-Koordinate auf 0 setzen. Wenn wir uns das zeichnen lassen, dann bleibt von unseren Figuren nicht mehr viel übrig. Man sieht sie kaum noch. Also das grüne Quadrat ist zusammengeschrumpft auf eine grüne Linie, die man hier kaum noch sehen kann. Und entsprechend ist der blaue Kreis zusammengeschrumpft auf diese blaue Linie, die hier jetzt ist. Also Projektion heißt ja einfach, dass das Ganze quasi zusammengedrückt wird. Ne? Ja, das waren also so die wesentlichen Funktionen, mit denen wir uns, also die wesentlichen Typen von Funktionen, mit denen wir uns erstmal beschäftigen wollen. Aber vielleicht zeige ich Ihnen auch mal eine Funktion, die in die Klasse gehört, die wir uns erstmal nicht anschauen wollen, was man sich da alles für wilde Sachen vorstellen könnte. Ich nehme einfach mal die erste Komponente zum Quadrat und bei der zweiten ändere ich gar nichts. Das ist jetzt ja gar nicht so wild, aber das ist für unsere Zwecke schon viel zu aufregend. Was würde da passieren? Da würde sowas Seltsames passieren. Also aus dem Kreis wird auf einmal so eine Figur, die mit dem Kreis gar nichts mehr zu tun hat. Und auch das Quadrat wird irgendwie so an der Achse umgeklappt. Das hat jedenfalls nichts mehr damit zu tun, was man sich noch so als Bewegung oder so vorstellen könnte. Und vielleicht nochmal einen anderen. Nehmen wir mal erste Komponente mal zweite Komponente minus erste Komponente. Wenn man sich das zeichnet, dann kommt zum Beispiel sowas raus. Also Sie können alles Mögliche machen, aber wir werden das erstmal nicht tun. Also das ist so ein Ding, was das Ding quasi so in sich verknotet und für uns alles viel zu aufregend.